Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder einschaltet zu einer weiteren Folge Survival Fountain of Youth mit eurem Eric Vikingson und natürlich mit unserem Robinson. Er hat alles soweit jetzt eingelagert. Ich habe jetzt auch schon mal hier so ein paar Kisten gebaut. Natürlich haben wir auch immer nur 80 Kilo. Das heißt, viel geht nicht. Übereinander stapeln geht leider auch nicht. Vielleicht gibt es da noch eine Möglichkeit, die ich jetzt so noch nicht rausgefunden habe. Aber bisher funktioniert das erstmal so ganz gut. Die nehme ich mir raus. Mache natürlich gleich wieder Kohlen. Solange das hier funktioniert und hier habe ich den nächsten und kriege ich hier noch einmal rein? Habe ich nicht mehr, ne? So, dann habe ich hier in dem Behälter dann den Kupferbarren. Oder hatte ich die hier drinne? Die hatte ich hier drinne. Gleiches zu gleichem. Kohle geht, Kupferbarren geht nicht, weil was zu schwer ist. Dann mache ich das so. Dann habe ich das da drinne und den setzen wir hier drauf. Sehr, sehr cool. Den Sextant und die Feder und Tinte machen wir später im Zeitraum. Jetzt holen wir uns erstmal den ganzen Kram und gucken mal, dass wir eventuell heute... Brauche ich eigentlich hierfür? Den Hammer, ne? Darf ich den Hammer einstecken? So, dann ist das nämlich jetzt auch erstmal fertig. So, der ist leer. Den nehme ich. Nehme ich und nehme ich. Und mache hier natürlich gleich wieder... So. Boosten tue ich nicht. Ich darf jetzt nicht E drücken. Ich würde es gern bewegen. Das Problem ist, ich kann es nicht. Warte mal, lass mich mal den Dünger rauslegen kurz. Ja, ja, ist klar. Genau, ich müsste... Die Pflanze eigentlich... Darf ich unseren ersten Kaffee... Kaffeebohnen studiert. Ich müsste das eigentlich ernten. Kann ich aber nicht. Muss ich das echt zerlegen? Ich kann es ja nicht bewegen, ne? Okay, ich fäll das Ganze. Jetzt ist die Axt kaputt. Willst du mich verarschen? Ich will ja das ganze Ding versetzen. Das ist krass, oder? Siehst du mal, wie schlecht einige unserer Werkzeuge hier gerade sind? Geh. Ja, ich kann es halt Gott sei Dank alles fällen. Und krieg da auch nochmal Sachen raus. Einmal reparieren geht noch. Dann war es aber auch das Ende. So, und jetzt dürfte ich das versetzen können. Uah. Was machst du denn? Um das aber zu versetzen, ich will das nämlich auch hier drüben hinbringen. Weil ein zweites Beet kriege ich... Achso, das ist noch gar nicht fertig. Aha, ist ja noch gar nicht fertig. Das werde ich hier so noch nicht hinkriegen. Ich würde das gern dann hier drüben noch hinbauen. Dann müsste ich das noch fertig machen. Oder ich schieb's hier hin. Warte mal. Beweg das jetzt mal kurz dahin. Den bewege ich jetzt auch mal kurz hier hin. Ist irgendwo jetzt gerade hier hingesetzt. Danke. Und wenn ich den bewegen will, muss ich ihn leer machen. Kann das sein? Ja gut, dann ist er jetzt leer. Dann hole ich mir jetzt das Beet. Bewegen. Das funktioniert. Komme ich hier hoch? Oh, bitte komm. Robinson! Kann ja nicht wahr sein. So. Hoppala. Ist das groß, ey. Ist jetzt gar nicht so cool. Ich das mal kurz hier abgestellt irgendwie. Das ist zu eng.
Heißt, ich müsste das jetzt noch mal bewegen. Und den noch mal bewegen. Gucken, dass ich den jetzt irgendwie hier platziert kriege. So, und dann das hier noch mal bewegen. Genau, drehen. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Zumal ich noch ein Stück darüber könnte. So geht's, aber dann ist der Pfosten hier im Weg. Obwohl es geht. Es ist okay, weil dann kann ich den Kompost nämlich hier noch hinstellen. Und dann hätte ich das. Alter. Selber schuld. Ja, bist noch aufgedötzt, ne? Rexvogel. So, dann gucken wir, was wir hier pflanzen. Ich würde hier dann eher die kleineren pflanzen. Ananas, da habe ich jetzt nichts da. Ich hätte Kaffee. Wir hätten Salbei. Kamille. Hier machen wir Salbei. Kamille. Die Drachenfrucht. Aber da gucke ich erstmal, was ich noch hätte. Hibiskus. Lachs. Haben wir noch gar nicht gefunden. Mais fühle ich ganz sehr noch. Kürbis ist auch gut. Tomate haben wir jetzt nicht. Pfeffer, dann würde ich den meinen Pfeffer hier hinpacken. Da hält man noch eins frei für Salbei. Dann haben wir das schon mal bepflanzt. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus, ne? Gehen wir hier lang. Hier habe ich auch noch übelst viel Material drin. Ich nehme das mal kurz mit alles. Packen wir das jetzt kurz mal hier rein. Gleiches zu gleichem. Also wir haben schon richtig gut Material da, ne? Und wir haben auch sehr viel Essen da. So. Die Bücher kommen jetzt hier rein. Ich würde sagen, die Jaguarhaut und die Schakalhaut. Die packe ich jetzt auch hier rein. Die getrocknete Haut. Packe ich jetzt auch hier rein. Holzspäne. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht. Ich habe noch Ananas hier drin. Die passt da aber irgendwie auch nicht mehr rein. Aber die kann er auch essen. Jo, dann sind wir jetzt hier erstmal voll. Dann packe ich den ganzen Kram jetzt erstmal hier rüber. Was hat er denn jetzt gemacht? So, ne? Passt. Gut, dann haben wir das jetzt erstmal soweit. Dann werden wir hier einiges brauchen. Ich lasse mal kurz gucken, wenn ich den Hammer nehme, was wir da alles noch brauchen für. Die Stöcke haben wir da. Das haben wir auch da. Dann platzieren wir das gleich schon mal. Dann ist die Tür hier nämlich schon mal zu. Dann gehen wir jetzt unsere Materialien holen. Gut. Sollten wir ja dann alles reinkriegen. Aber wie gesagt, für mich ist erstmal wichtig, wir müssen auch noch Lehm holen. Dann müssen wir gucken, was brauchen wir fürs Schiff, um das aufzuwerten.
Und Lehm kriegt man, glaube ich, wenn wir hier lang fahren, ne? Da gucke ich jetzt gleich mal. Wenn ich Lehm holen will, ja, muss ich hier hoch. Und da wäre noch ein Objekt. Das könnte man vielleicht auch heute noch holen. Ich nehme alles raus. Richtig? Bin übelst überladen, aber das müsste man schaffen. So, alles platzieren. Das war klar, dass er das natürlich jetzt nimmt. Die halt einfach alles, was ich selber brauche, rüber tun. So, das war's. Aber wir können wenigstens laufen. So, dann bringen wir das nach Hause und dann gehen wir definitiv nochmal Leben holen. Und das Objekt. Aber ich muss wirklich mal schauen, wie wir das angehen wollen mit den Lagerkapazitäten. Ob ich da irgendwas noch nicht gesehen habe, vielleicht so eine Halbwand, auf die ich dann eine Kiste stellen kann. Ich würde das gern bauen. Darf ich das? Dann habe ich das nämlich auch jetzt endlich mal durch hier. So, gleiches, gleiches, auch hier gleiches, sehr schön. Hier erstmal gleiches, kommt das Buch noch rüber, die müssen wir auf jeden Fall noch lesen. Da sind wir jetzt voll, hier sind wir auch voll, da brauchen wir die nächste größere Kiste. Wahnsinn. Da habe ich Salbeisamen. So, den habe ich noch hier oben. Wenn ich jetzt alles neben mache, ist rum, ne? Ach du Scheiße. Komm, Großer, das schaffst du. Dann müssen wir jetzt einmal noch durch zusammen. Da komm noch die Treppe hoch. Echt jetzt? Jetzt die Treppe hoch. Er kommt tatsächlich die Treppe nicht hoch. Wahnsinn. Was ist da jetzt noch so schwer? Die Stöcke. Was ist denn hier so schwer? Aloe Vera. Pyrit ist schwer. Die Lianen sind schwer. Anscheinend das Kupfer auch noch. Ja, das Kupfer war's. Er kommt immer noch nicht hoch. Wahnsinn. So, und ein richtiges Bett müssen wir ihm auch dann irgendwann bauen. Aber da müssen wir oben erstmal alles fertig bauen. Es ist einiges, was wir hier noch zu tun haben. Das ist jetzt nicht so. So, wie gesagt, das muss alles dann hier rüber. Das muss rüber. Das muss rüber. Dann haben wir hier Dünger. Den werden wir natürlich reintun. Ach, guck mal, die Obsidian-Scherbe. Die habe ich ja komplett vergessen. Wahnsinn. Die Stöcke hier noch rüber. Gib mir mal die Stöcke raus. Die noch hier rein? Das gibt's ja gar nicht. Hier noch Platz drinne. Ja, da muss die jetzt erstmal hier rein. So, jetzt alles nehmen. Das kann ja nicht wahr sein, oder? Komm, du bist gleich oben.
Der macht mich fertig, der Typ. Nur allein diese blöden Steine, ne? Naja, nächste Mal bitte. Das nächste Mal kannst du wieder Gas geben hier. Boah. So viel zu, lagern sie ein. Und jetzt haben wir den Wagen leer. Geil. Dann können wir jetzt gleich noch ein Leben holen gehen. Ist der auch voll? Das ist irre. Super. Gut, wir haben Dünger. Gut, da komme ich jetzt erstmal nicht raus. Das ist leider so. Uns geht es aber relativ entspannt gut. Um das hier zu bauen, das würde ich jetzt gerne mit euch noch bauen, brauche ich noch mal 5 Planken und einen hohlen Baumstamm. Die sollte ich doch eigentlich hinkriegen. Wirklich, ne? Auch den hohlen Baumstamm. Und dann müssen wir nochmal Äste holen. Dann kriegt man das leider heute nicht fertig. Oder doch? So, einen Baumstamm kriegt man noch runter. Aber es dürfte nicht reichen. Ich glaube, wenn wir jetzt gleich schlafen gehen. Einer fehlt. Haben wir noch irgendwo einen drin? Ach, schade. Oh, da brauchen wir noch einen Baum. Aber das ist nicht schlimm, den können wir uns holen. So, dann gehen wir pennen. Uns geht's hervorragend. Wir müssen uns mal wieder was kochen, ne? Wir haben noch Bröstbanane. So, dann gehen wir Leben holen. Wir sind auch fast wieder fit. Finde ich gut. Wir gehen so los, wie wir sind. So machen wir es natürlich nicht. Und die nehmen wir hier drauf. Wollen wir uns nochmal Pfeile herstellen? Obsidian auf keinen Fall. Hölzerne Pfeile. Steinpfeile. Reicht. So, dann gehen wir Leben holen. Jetzt hier lang gehe. Komme ich da auch durch die Schlucht. Wir müssen halt einfach rennen. Solange da die Hühner sind, ist es uns eigentlich egal. Wenn wir jetzt einen Schakal aufrauchen, rauchen wir den auf. Weil wir brauchen auch Pelle. Na, ich gar nicht gecheckt. Wo können wir hier fällen, obwohl wir hier stehen? Ach, jetzt komm. Bitte jagt mich denn. Hier ist doch nichts, was mich jagt. Ja, dann soll der blöde Vogel kommen. Den erwischt. Shit. Wow. Dumme Sau. Aber dann habe ich sie jetzt gleich. Jetzt kann ich.
Unzureichende Haltbarkeit. Ich hab's vergessen. Ich hab's halt wieder vergessen. Jetzt finde mal einen Stein. Ach, nee. Leute, ich laufe nochmal kurz nach Hause und repariere das kurz. Da ist ein Stein. Was willst du mehr, ne? Vielleicht kriegen wir jetzt auch eine Axt nochmal neu gebaut. Das wäre gar nicht mal schlecht. Ja, krieg mal hin. Wir brauchen nur den Stein. Ist natürlich jetzt wieder Zeit ins Land gelaufen, aber das ist jetzt halt so. So, dann gib mir mal die kaputte. Die würde ich jetzt gerne ablegen. Die neue reintun und die einmal zerstören. Die Steine rüber. Oh. Sehr schön. Dann sind wir hier erstmal durch. Die Harpier lasse ich jetzt da liegen. Denkt dran, hier gibt es Schlangen. So, ich guck kurz. Da hoch. Dann hätten wir hier drüben. Irgendwo war doch noch hier. Genau, war noch ein Diamant. Da müssen wir noch hin. Wir gehen aber erstmal Lehm holen. Den nehme ich definitiv mit. Wir brauchen Steine. So, denk dran an die Schlangen. War hier Lehm? Hier war Lehm. Alles klar. Da sehe ich schon mal eine Schlange. Hier waren aber drei, glaube ich, ne? Die haben wir. Das Lehm habe ich liegen lassen. Warte, hier sind noch mehr. Da ist noch mal Müll. Hier kannst du dein Wasser mal auffüllen. Und trinken. Sehr schöne Quelle. Dann haben wir jetzt auch Wasser. Rohrkolben haben wir erstmal genug. Sehr gut, dann haben wir hier auf jeden Fall schon mal Lehm. Ich weiß nicht, ob wir noch mal mehr Lehm kriegen irgendwo. Wir könnten noch mal rumgucken. Ich glaube, da oben kriegen wir kein Lehm her, ne? Da würden wir noch mal Steine kriegen, aber das reicht erstmal an Lehm, was wir haben. Dann lass uns mal hier hinlaufen. Normalerweise bräuchten wir auch diese Blätter hier. Wie viel können wir noch nehmen? Die Hälfte haben wir schon wieder drin. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die sind mir extrem wichtig. Nee. 56 passt. Laufen wir richtig? Wir müssen jetzt da runter. Da ist ein Panther, oder?
Okay, werde ich erstmal bitte. Die Sau, ey. Aber wir haben Schaden gemacht. Die scheint ein bisschen höher zu sein. Okay, da müssen wir hin. Kommt die jetzt nochmal? Nee. Es muss hier unten sein. Ah, ist das ungefähr. Ja, was machen wir jetzt mit dem hier? Okay, der haut ab. Scheiße. Bin runtergerutscht. Es muss da auf dem Felsen liegen. Da laufe ich jetzt so hin. Das gibt's doch nicht, oder? Komm zurück jetzt hier. Alte Zwirbel. Ich laufe jetzt kurz hier hoch, um den zu reparieren. So, und dann hole ich mir das Zeug jetzt hier. Ring an die Schlange. Und das muss er dann jetzt hier... Nee. Wo soll denn das sein? Ich meine, hier sind nochmal Steine. Ich kann genug tragen. Plus diesen. Ah, danke und Entschuldigung. So. Wo soll das sein? Direkt hier. Ach, da liegt's auch. Da ist Schimmel. Guck mal. Da wissen wir, dass der gut ist. Rezept für Algensalbe, Leute. Richtig gut. Rezept für Algensalbe. Ich möchte morgen, apropos Algen, ich möchte morgen auf jeden Fall die Korallen holen. Dass wir diese Korallenarznei herstellen können. Aber ich fahre jetzt mal hier lang, da ist nochmal ein Stein. Da müssen wir gucken wegen der Doradenflosse. Da müssen wir auch Doraden fangen eigentlich. Ach, jetzt kommen wir da nicht lang, ne? Ja, das habe ich vergessen. Stimmt. Da mussten wir ja schwimmen. Das geht natürlich mit dem Ozean, mit dem Karren nicht. Ja, dann halt da durch, ne? An den Kojoten. Der war nicht schlecht. Ja, sorry, ganz ehrlich. Ihr macht es mir aber auch nicht einfach, euch nicht zu holen. Weißt? Du hältst jetzt die Klappe, sonst bist du der Nächste. Oh, kommst du da durch? Das wäre jetzt aber übel. T.
Tier jagt mich. Ich krieg hier die Meise. Mal auf, wir machen das so. Ah ja, da kennen wir doch nichts. Da sind wir doch schlau. Ah, jetzt ist natürlich der Wagen wieder. Jetzt sind wir schon wieder am Kapazitätenende hier. Jo, wir sind aber gut zu Hause angekommen. Das ist perfekt. Also noch nicht zu Hause, aber hey, es läuft. Dann werden wir uns jetzt vorbereiten, dass wir morgen zur Koralleninsel kommen. Und wir müssen noch ein bisschen was ausbauen zu Hause. Den Ast müssen wir noch holen, dass wir das Beet gepflanzt kriegen. Und ich glaube, wenn das ausgewachsen ist, braucht das Ganze auch kein Wasser mehr. Und mir reichen die zwei Beete. Das sieht bestimmt ganz geil aus, wenn der Balkon dann so schön blüht. So, ich bin happy. Dann machen wir erstmal wieder Gleiches zu Gleichem. Den Stein kriege ich leider nicht mehr rein. Das Fleisch war hier noch nicht drin. Das geht auch nicht mehr rein. Oh, Leute, ey. Den Wurmgram hier. Kriege ich den noch rein? Den Schimmel kriege ich rein. Kriege ich den Stein rein? Jo, das ist gut. Ich habe Wasser da, das ist sehr gut. Ein Fass sollte man vielleicht auch noch bauen. Kann ich das tragen? Das ist 56 Kilo, was ist denn da so schwer? Der Lehm? Den kriege ich nicht rein, ne? Gut, die Kohle ist drüben drin. Kriege ich den Lehm rüber? Nee. Irgendwas braucht man noch, wo man den Lehm braucht. Da müssen wir gleich mal gucken. Wenn nicht, muss ich den jetzt erstmal so lassen. Die lasse ich jetzt auch erstmal draußen. Das nimmt er ja trotzdem her. Gut. Gucken wir mal, wie wir das jetzt anstellen. Also, wenn ich den jetzt aufwerten will, brauche ich das Baumeisterwerkzeug. Ne, das schalte ich dann frei. Holzbrett, Ast und langer Stock würde ich freischalten. Brauche dafür zweimal geteilten Baumstamm. Dann lass uns jetzt mal Baumstämme holen. Wie spät ist es denn jetzt? Wir gehen erst kurz schlafen. Dann gehen wir jetzt nochmal Baumstämme holen. Wie sieht es mit der Axt aus? Die reparieren wir kurz einmal auf. Hast du jetzt den richtigen, den Baumstamm kam, ne? Ja, aber wir kommen jetzt gerade so der Sache näher, dass wir jetzt eigentlich genug da haben. Nur wir brauchen halt auch wirklich die Baumstämme. Oh, Knochenpfeile gefunden. Da war wohl mal ein Kampf hier, oder was? Ist ja krass. So, hier hätten wir einen Baumstamm. Dann nehmen wir den natürlich gleich mit. Mal kurz rein, ob es hier noch ein paar mehr gibt. Denkt wie gesagt an die Schlangen, bitte. Da hätten wir jetzt noch einen. 45 Minuten für einen Baumstamm. Wahnsinn, oder? So, ich würde sagen, wir machen den auf jeden Fall voll. Und hier kriegen wir drei Stück raus. Sehr, sehr cool. Ah, ich bin happy. Was jagt mich denn? Hier ist doch nichts, was mich jagt. Und wir haben ehrlich mal keinen Negativ-Perk, ne? Die Haltbarkeit des Werkzeugs. Kriegst du noch einmal? Ja gut, dann nicht. So,
So, ich würde sagen, morgen machen wir ein neues Werkzeug, fahren rüber zur Koralleninsel. Gucken dann, was das Schiff kostet. Einmal Schiffsreparaturset würde ich aber sogar nochmal bauen. Das sollte man vielleicht sogar noch hinkriegen jetzt heute. Aber da bin ich froh, dass wir das Lager jetzt endlich mal so ein bisschen aufgewertet haben. Wie wir es uns auch vorstellen und brauchen. Das ist mega wichtig gewesen. Also, wir brauchen noch die hier. So, dann ist das auch fertig. Sehr, sehr geil. Um die zu verbessern, brauchen wir noch eine so eine Platte. Dann machen wir das jetzt auch noch schnell. Dann haben wir eine verbesserte Werkbank. Besser gesagt, Schneidereibank. Einerei, nicht Schneiderei. Und verbessern das Ganze. Bewegen. Ist natürlich jetzt größer geworden, das ganze Ding. Ach, uncool. Ich stelle es kurz dahin, bewege das jetzt kurz. Weil die möchte ich schon definitiv da drin haben. Und zwar jetzt. Die Haltbarkeit der Steinaxt. Leute, ich raste aus. Macht es bitte fertig. Dankeschön. Na? So. Kriegen wir die echt nicht mal da rein? Die ist halt auch schon groß, ne? Gut, dann können wir da mal noch mal eine Kiste reinbauen. Oder das Ding hier. Oh, das steht eigentlich ganz gut. Ja, müssen wir gleich mal gucken, wie wir das anstellen. Wenn nicht, bewege ich die einfach mal in die Richtung und stelle die jetzt erstmal hier so hin. Oder stürze keiner, haben wir trotzdem noch so einen Durchgang. Vielleicht ziehe ich es auch hier nochmal ein bisschen hoch, dass wir hier nochmal eine Wand reinkommen, dass hier einfach nur ein normaler Durchgang ist. Hier eine Wand und da eine Wand, in der Mitte ein Durchgang, müssen wir mal gucken. Die würde ich gerne bewegen, kann ich aber nicht, weil sie nicht leer ist, klar. Gut, jetzt haben wir das. Neue Rezepte haben wir bekommen, Holzbrett. Äste können wir jetzt herstellen auf billig und auch hier fünfmal lange Stöcke. Sehr schön. Was war es noch, was wir machen wollten? Wir wollten noch pflanzen. Dann sollten wir das tun. Hier kriegen wir Stöcke. Hier kriegen wir Eukalyptus, sehr wichtig. Kokospflaume haben wir nicht, die haben wir auch nicht. Da kriegen wir, was kriegt man hier? Money Hot. Ich weiß noch nicht, was ich daraus davon halten soll. Deswegen lasse ich das erstmal weg. Bambus haben wir noch keinen Seed. Agave würde ich vorne hin machen. Und Vanille. Hier, pass auf, lass uns hier Vanille bauen. Dann hier den Money Hot oder wo der ist. Und hier die Agave. So, und dann kommt da hinten noch mal einer hin mit, wo ist denn das jetzt hin? Nicht Bambus, sondern genau hier. Da brauche ich noch mal ein Weinreben. Was brauche ich denn bei der Weinrebe? Ein Weinrebesamen. Den kann ich aber nicht herstellen, ne? Weinrebe, nee. Schade. Gut, okay. Okay, okay, okay. Jo, dann geht's morgen für uns Richtung Koralleninsel. Jetzt will ich nur noch mal kurz gucken, ob wir uns noch mal ein Höschen bauen können. Sehr gut. Was brauche ich denn da? Eine Nadel. Komm, dann bauen wir uns zum Abschluss jetzt noch das Höschen. Haben wir wieder maßlos übertrieben. Aber lieber so als anders. So, dann machen wir das Höschen. Dann können wir das gleich anziehen. Der Blattrock geht weg. Das Höschen haben wir drauf. Das zerlegen wir. Bäm.
Und wir haben jetzt nochmal eine Haltbarkeit gegen Sonne und Regen. Richtig cool, wenn wir jetzt nochmal ein Häubchen bräuchten. Das kriegt man nicht, weil da brauchen wir noch eine Haut, aber die können wir ansetzen. Und da brauchen wir nochmal zwei Häute. Aber das sollten wir doch nochmal hinkriegen, oder? Wir haben keine Haut. Bearbeitete Haut brauchen wir. Und die machen wir doch hier, oder nicht? Ja. Und da brauchen wir frische Haut. Das heißt, wir müssen auch nochmal jagen gehen und frische Häute holen. Das ist aber auch kein Problem. Da gehen wir nochmal mit dem Kahn irgendwann los. Wir haben jetzt schon mal die Hose wieder. Die zerstöre ich gleich wieder. Gehen wir hier jetzt nochmal was rein. Das hier vielleicht. Hier kriegen wir es aber rein. Ja, wie gut. Bin happy. Und hier machen wir gleich immer schön weiter. Bis nichts mehr geht. Sehr, sehr cool. Ihr Lieben, danke fürs Zuschauen. Hat Spaß gemacht. Bis morgen. Tschüss.